So geht's los, also ihr wisst Bescheid. Auf die dicken drei. So, der Esma hat heute Geburtstag. Ich weiß wie gesagt wieder nicht, wann das online kommt, sonst was. Der hängt hier schon im Pool rum. Zack, da ist der Esma. Da ist das Bier, da ist die Box, da kommt dann Musik raus. Guckt euch mal den schönen Pool an, den kennt ihr vielleicht noch von Wir trinken Dosenbier oder So sind wir. Der hatte mal ein bisschen Luft und der war mal richtig fett und prall, aber der hat jetzt schon so viel mitgemacht, der ist ein bisschen kaputt. Ne? Wir haben keinen neuen gekauft, wir haben denselben wieder genommen. Weil Esma Geburtstag hat, möchte der Hannes ihm noch sein Geschenk überreichen. Mal gucken, der Esma macht das gleich auf, zu schauen, was da drin ist. Da ist der Hannes. Hannes, hi. Zack, schmeiß es ihm einfach auf den Kopf. Ich schmeiß ihn. Alles Gute zum Geburtstag. Nicht, dass es gleich kaputt ist. Ja, guckt euch doch mal das schöne Mickey Maus Papier an. Das hatte ich auch, dieses Mickey Maus Papier. Das sah gut was aus. Was ist das? Was da ist ein, das? Ein Powerwolf T-Shirt, richtig genial. Genau. Bobby Lashley, sau geil. Dominate Bobby Lashley. Wenn ist wohl nicht genial. Kennt. Genial. Hannes. Immer wenn Wrestling kommt, heißt es immer nur Bobby gewinnt, Bobby gewinnt, Bobby gewinnt. Das geht den ganzen Tag bei dem Bobby gewinnt. Ja, mal anziehen, ob das passt. Anziehen auf den schmierigen. Nassen, komischen Körper. Ich glaube, das ist was sein neues Lieblingsshirt jetzt. Und passt es, perfekt. Ja, sitzt wie angegossen. Guckt euch das an. Der Almighty. Genial, Bobby Hannes. Lashley. Perfekt. Dominate Bobby Lashley. Hier ist das WWE-Logo. Dreht dich nochmal rum. Hinten try steht nämlich. Oh. Try to stop me. Oh, guck mal, breites Kreuz wie Mark Henry. Ich sag's dir. Da freut er sich. Da weiß ich jetzt schon, dass mein Geschenk nicht mehr so gut ankommt, weil es ist Bobby Lashley. Was soll da noch drüber kommen? Vor allem ist es auch ein T-Shirt, egal. Ich werde es mal kurz hier von drüben abholen. Da ist aber auch was für einen Hannes dabei. Ne? Das Gute, wenn ihr hier guckt, da steht nämlich Wrestling Support Love Defend Wrestling.de. Und deswegen habe ich gedacht, der Esma freut sich. Ne? Hab an Esma gedacht wegen Geburtstag und gleichzeitig habe ich auch an Hannes gedacht wegen der guten Zeit. Ich pack dir das mal ist dahin. Ist nicht Hannes ein Geschenk? Du musst mal das Bier jetzt irgendwie wegstellen. Das ist im Prinzip ein Geschenk an mich selber, ein Geschenk an dich und ein Geschenk an Hannes. Sind da zwei drin oder was? Wenn du zugehört hättest, wüsstest du, dass da drei drin sind. Oha, warte mal. Mach mal eins auf. Schmeiß mal alles weg, genau. Guck dir das mal an. Das schöne. Guck dir das mal an. Ewig. Erding Wrestling Show. Hier, guck mal hinten drauf. Hinten drauf, der ganze Rücken. Guck dir das fette Logo an. Das ist nice. Sehr geil. Sehr geil. Ich fände es eigentlich cool, wenn das auch vorne wäre. Aber vorne ist halt dieses kleine Wappen. So seht ihr immer Rücken. Das ist dumm, wenn ich laufe eh immer mit Rucksack rum. Das heißt, man sieht das gar nicht hinten. Genial. Wer das nicht kennt, wir waren ja, als wir beim Hannes waren, sind wir ja dann zur Erding Wrestling Show, haben da was gefilmt, da wird noch was Fettes kommen. Musikvideo kommt im August dazu, richtig. Fetter Dank nochmal hier an euch. Super geil. Genial. Grüße an die Jungs von EWS natürlich. Hannes, du wolltest was noch sagen? Ja, ich wollte was sagen. Das wird definitiv meine neue Liga werden, wo ich hingehen werde. Und ich bin froh, dass ich die nicht gekauft habe, weil ich wollte die auch schon kaufen. Ja, aber ist ja egal, hat man immer mal ein Ersatz-T-Shirt. Ich habe nur keine Ahnung, wie das mit den Größen ist. Ich wollte die Pullovers besorgen und die Pullovers werde ich aber trotzdem noch besorgen, weil ich werde, wenn ich jetzt in der Liga bin, wahrscheinlich sowieso alles billiger bekommen. Und dann werde ich auf jeden Fall für uns noch Pullovers besorgen. Esma, was hast du für eine Größe? M ist okay, ja? M oder L, das passt. Was hast du für eine Größe? XL oder XXL. Aha. Das heißt ein L, ein X. Ja, der Hannes hat jetzt das L, ich habe das XL und der Esma hat das M. Das heißt, kann sein, dass ein Hannes eins nicht passt. Sonst muss ich mich in das L reinpacken. Ist alles gut. Ich wusste nicht, ich habe einfach gedacht, nimmst du M, L, XL, hast du drei Größen, wir sind drei Jungs und dann tauschen wir uns aus. Am besten der Esma nimmt das XL und ich nehme das M. So kann man es auch machen. Ja. Wie gesagt, wir waren ja bei Erding Wrestling Show dort Musikvideo gedreht, haben den Veranstalter Harry Hirsch. Ja, Sack kommt im August. Heißt der Harry? Der ist Henry, Harry, oder? Harry heißt Harry Hirsch, nicht der Ansager? Harry von der Haas. Wochenshow? Harry Haas. Ja. Also ist es jetzt Haas oder Hirsch? Harry Haas. Eben hat er Hirsch gesagt, merkt er? Harry die Schlange, wir haben dich am Zippel. Harry Haas. Danke an alle, die uns da unterstützt haben und da diese Wrestling Moves gemacht haben. Das ist richtig fett. Auf euch.
Auf euch, genau. Harry, Haas, wisst ihr Bescheid. Und auch an Mace und hier Lena. So, hier und Lea. Lea. Ich kann mir Pornodarsteller auch dabei aus den 70ern auch getroffen. Hier den genau. Und hier von der Bärlauch. Tracy Winters. Tracy. Und Tracy Winters. Die Bärlauch-Crew. Wer war das? Der? Genau, der war nämlich auch dope. Der stämmige, große, das war mein Lieblingswrestler. So, auf jeden Fall werden wir jetzt hier uns mal dann und würde ich sagen, war es das eigentlich? Hey, zieh doch jetzt auch mal an, Ramses. Dann würde ich sagen, war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out, fort, euer Ramses. Oder wir schneiden noch kurz rein, wenn wir alle drei die T-Shirts anhaben, ob die wirklich passen. Moment. So, da seht ihr das. Vorsicht. Erste Bier fällt schon um, bevor es losgeht. So, da seht ihr das nochmal. Der Iswo mit dem EWS-Shirt. Wunderbar. Ja, falsche Seite. Weil ich drehe mal ein Stück da nach hinten. Zack, genau, das ist in der Sonne. Sonst ist der Schatten drauf. Nochmal zurück. Bam, EWS. Erding Wrestling School. Check da mal vorbei. Hier, du kannst jetzt einen Hannes filmen. Der kann mal seins zeigen. Bam. So. Und dann gibst du es einen Hannes. Und der Hannes ist mit. Ja, und dreh dich um, Hannes. Da hat jeder mal was. So, woo. Ja, gib mal an Hannes, den Hunden, der mich jeder mal gefilmt hat. Gut. Und dann noch eins für den Ramses, der hat halt, obwohl, ne, ich finde dem Hannes, der die XL, XXL sonst hat, dem passt das L besser als mir das XL, der sonst L anzieht. Aber das muss man nicht verstehen. Habt auf jeden Fall auch hier auf der Brust, ne, EBS. Großer Busen und hinten rein. Ah, warte mal, jawohl. Der an der Seite steht noch was, dreh dich mal nochmal auf die andere Seite. Hier da steht nochmal. Wrestling, Support, Love, Defended. I love, ja. So, das ist hier SL, zack, wo das ja auch auf dem Karton stand, was eigentlich eine Tüte war. Ja. So, das war es jetzt aber wirklich. Ich muss mir jetzt mal ein Bier holen und zum Friseur gehen. Peace out, Vorhaut, euer Backstage Ramses, Wrestler Hannes, ist wohl aus.